Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem kurzen Video auf diesem Kanal. Ich begrüße euch heute aus dem Windpark, aus dem zukünftigen Windpark Seesen-Bornhausen. Ja, wir sind hier am Harz, am Rand des Harzes, an der A7. Und hier entstehen aktuell insgesamt 5 Vestas V150 mit 4,2 Megawatt. Ja, gerade stehe ich hier am Fundament der WEA 3, beziehungsweise am zukünftigen Fundament. Es sind die ersten Vorbereitungen für das zukünftige Fundament getroffen worden. Demnächst kommt der Stahl für die Anlage und dann wird hier das Fundament aufgebaut. Ja, ist schon krass. Riesig, gigantisch. Ja, hier im Windpark Bornhausen entstehen dann insgesamt 2 Vestas V150 4,2 mit 148 Meter Nabenhöhe. Das werden die beiden hinten an der Autobahn, also vermutlich die und die ganz hinten. Und die anderen drei, also da kommt eine hin, da und hier, die bekommen 166 Meter Nabenhöhe. Ja, und das wollte ich mir hier mal angucken. Ich werde hier nochmal hinfahren in der Zukunft und werde mir das hier nochmal angucken, wenn die Großkomponenten da sind oder die Anlagen schon stehen, wer weiß. Ja, und ich mache mich jetzt gleich mal hin zu diesem Windpark da. Das ist der Windpark Bad Gandersheim, der hat auch noch einen zweiten Namen. Da stehen aktuell 2 Vestas V80 oder V90 und eine Repower MM82. Und da wird aktuell eine E160 EP5 E3 gebaut. Die ersetzt 2 E66 und 2 E40. Ja, und da mache ich mich jetzt mal hin. Bis bald.